Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Und damit willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben hier beim Eisdrachen. Und ich will gar nicht lange zögern, sondern ihn einfach befragen. Wer bist du? Ich bin Finkreg, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorath errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorath finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorath kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Whatever. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Nein, deine Zeit ist abgelaufen. Oh, ein sehr schön. Biff hat eine Waffe gezogen, das gefällt mir. Ich werde jetzt hier einen Speicherpunkt setzen. Sicher ist sicher. Und dann werde ich versuchen, ihn einzufrieren. Was natürlich auch bei ihm hier nicht funktioniert. So, dann will ich mal schauen, ob ich ihm mit dem Blitz was anhaben kann. Wie blöd bist du eigentlich? Der Blitz hat nicht wirklich was an. Feuersturm will ich dann gar nicht erst probieren, aber den Feuerball kann ich testen. Der macht auch nicht wirklich Schaden. Okay. alles andere bringt ja doch nichts. Ich werde hier direkt meinen Dämon erschaffen. Ach, Ende, guck mal. Hau mal drauf los, Dämon. Hau mal drauf los. Ich hoffe nicht, dass der Dämon jetzt Biff haut. Doch, tut er. Warum tut er das? Dämon, hör auf, Biff zu hauen. Du sollst den Drachen hauen. Ah, ihr sollt beide den Drachen hauen, meine Fräse. Ist das denn so schwierig? Ende. Gut, dann laufe ich mal hier nach hinten. Wo ist Biff? Hier, so. Jetzt bin ich auf der anderen Seite des Drachen. Ich hoffe mal, dass der Dämon jetzt zuerst den Drachen angreift. Dämon? Da, da oben. Dämon? Och, nö. Ah! Das gibt's doch nicht. Was soll das? Gut, dann halt erstmal den Golem, um dich zu tanken. Jetzt greift er
greift der Golem Biff an, oder wie? Alter! Okay. Das war so echt nicht geplant und es ist ziemlich dämlich, dass meine Kreaturen Biff angreifen. Das ist extrem dämlich. Die Sache ist ja, Biff alleine kann hier nichts ausrichten. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, hey Biff. Biff. Lass mal. Okay, das wird so nichts. Ich muss zurück zu einem früheren Spielstand. Denn so oder so wird mir nichts anderes übrig bleiben, als den lieben Biff hier wegzuschicken. Hey. Ich denke, ab hier beenden wir unsere Zusammenarbeit. Wie du meinst. Ich kann mir auch was Besseres vorstellen. Mach's gut. Ja. Ich hätte ihn zwar jetzt retten können, beziehungsweise töten können für die Erfahrung, aber irgendwie dachte ich mir dann... Na, ich bin ja kein Unmensch. Warum? So, das hier alles kennen wir, das haben wir am Anfang gesehen in der Folge. Das heißt, ich kann hier... das Ganze einfach nochmal speichern. Ich hebe mal den alten Spielstand lieber auf. Ich mache mal beides hier. Weil der Eisdrache ist dann doch relativ hart im Nehmen. Aber hey, wow, der Dämon schlägt sich gut. Der hat ein bisschen Schaden gekriegt. Der Golem ist eigentlich nur zum Tanken hier. Wow. Unglaublich, wie gut das geht. Ach. Wow. Jetzt prügeln sie sich gegenseitig. Sag mal, seid ihr blöd. Erfahrung plus null. Gut, Dämon. Nicht, da ist nichts zu holen. Ich würde gerne meinen Dämon ansprechen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ah, wenn ich ihn anspreche, dann stirbt er. Okay. Das war ja einfach. Oh Mann, ey, diese Beschwörungsmagie, die gefällt mir. Wie gesagt, ich hatte ja schon länger die Idee, dass ich auf Eisblock gehe und dann auf Skelette beschwören. Aber das Problem ist halt, man hat es gerade gesehen, die ganze Zeit... bevor ich Biff weggeschickt habe. Die beschworenen Viecher, die greifen sich halt teilweise auch gegenseitig an. Oder halt irgendwelche freundlichen NPCs. Und das ist halt was ich echt gerne vermeiden würde. Ich meine, ich kann zwar auch mit meinen Zaubersprüchen Freunde treffen, aber da habe ich es immerhin noch in der Hand und kann vorsichtig sein. Und bei meinen beschworenen Kreaturen, da kann ich halt gar keinen Einfluss mehr nehmen. Von daher bin ich da dann doch bisschen vorsichtig, ob ich das wirklich tun will. Ich weiß gerade nicht, war ich in diesem Speicherstand hier schon? Ja, war ich. Und das ist echt ein übler Grafikfehler. Also dafür, dass es wirklich gewollt ist, dass man da reingeht und die Nachricht findet. Huiuiuiuiui, sieht das echt fürchterlich aus. Aber gut, hey, ich habe eine Stufe. Das heißt, ich kann jetzt zu den Wassermagiern gehen. Und die... Sprache der Uran auf Level 3 lernen für 15 Punkte. Da habe ich 8 Punkte übrig. Für 8 Punkte... Was kann ich für 8 Punkte tun? Weiß ich gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, was der vierte Kreis der Magie kostet. Müsste ich mir überlegen. Müsste ich mal schauen, was der vierte Kreis der Magie kostet. Unter Umständen muss ich mich jetzt entscheiden zwischen mehr Mana und vierter Kreis der Magie fürs Erste. Aber zuerst würde ich hier gerne aufräumen. So. So nämlich. Diesen Eiskohlen weghauen. Und dann mal schauen, was da oben noch so sich rumtreibt. Ich bin ja gerade ein bisschen langsam im Zaubern. Absichtlich. Weil diese Golems sich gerne mal seitlich bewegen oder auch einfach nur zurückweichen und dabei würde er nach oben gehen. Nichts zu plündern. Wenn er hochgeht, kann ich ihn halt nicht mehr treffen. Okay, ich komme da selber aber nicht hoch, leider. Aber, okay, da natürlich auch nicht. 150 sind zwei hiervon. Oh mein Gott.
einmal vollständiges Mana auffüllen, einmal 50 und sonst nur 75er. Ha, naja, das muss schon irgendwie funktionieren. Hä? Das sah jetzt echt nicht so steil aus. Uah, Eisgolems. Okay, sie sehen mich nicht. Mein Mana ist voll. Ich habe den Drachen besiegt, das heißt, ich speichere hier. Und dann schauen wir doch mal. Okay. Das scheint zu funktionieren sogar, relativ gut. Ich habe jetzt halt leider Biff nicht mehr dabei, der draufhauen kann. Aber gut, hey, dafür hat er überlebt. Und das ist ja immerhin... Na, das beruhigt mein Gewissen, dass Biff hier überlebt hat. Ups. Ah ne. Ich bin zu weit weg. Er kann mich nicht anvisieren. Sehr gut. Ich dachte gerade, er würde mich einfrieren. Scheint leider nicht zu reichen, weil der ist leider zurückgewichen. So dass dann ein paar meiner Zauber nicht getroffen haben. Habt ihr gerade gesehen, nehme ich an. Auf jeden Fall. Ich denke mal. Also meine wirkliche Erklärung ist, dass der Zauber in dem Moment, wo ich ihn spreche, auf die Entfernung zum Gegner vielleicht bloß ein bisschen was limitiert wird. Was ich leider ein bisschen dämlich finde. Aber ist halt so. Zwei noch. Sehr schön. So. Und jetzt, ach, sieh mal einer an. Jetzt reichen die 75 genau, mein Mana aufzufüllen. Wunderbärchen. So, der letzte Drache ist tot. Die letzten Eisgolems sind hoffentlich tot. Oh, eine Rune. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Nicht zu holen. Was für eine Rune ist das? Hoffentlich eine gute. So, Angst. Das habe ich jetzt zweimal. Okay, hatte ich das vorher zweimal? Ich glaube ja nicht. Goblin-Skelett erschaffen, hatte ich die schon? Oder ist es ein Teleport hierher? Nö, keine Ahnung. Das könnte Goblin-Skelett oder Angst gewesen sein. Ist nicht wirklich der Rede wert. Schade eigentlich. Na? Komm, wir kommen doch hier hoch irgendwie, oder? Das wäre doch gelacht, wenn man da nicht hochkäme. Siehst du mal. Natürlich kommt man da hoch. Ist hier Gegner? Ist es denn so gedacht, dass man hier hochkommt? Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Oh mein Gott, es ist noch wie im ersten Teil. Hier ist der Weg, der zu den Minen führt. Zur neuen Mine, zur freien Mine. Und hier müsst ihr dann gleich runtergehen und dann rechts so eine Treppe zum Erklettern sein. Okay, die ist nicht mehr da. Und um ehrlich zu sein, ich denke, so wie das da aussieht, dass man hier gar nicht herkommen sollte. Nun denn, im ersten Teil lag hier oben aber was drauf, über dem Lager. Da würde ich doch glatt mal schauen, ob hier nicht auch wieder was rumliegt, was nützlich ist. Sieht aber nicht so aus, leider. Schade. Gut. Was soll's? Oder ist hier vielleicht irgendwas? Nee, da ist auch nichts. Muss ich bloß aufpassen, dass ich ja wieder runterkomme ohne Fallschaden. Dann würde ich nämlich noch eine kleine andere Sache gerne erforschen, solange ich hier bin. Nämlich die Taverne mitten auf dem Platz unten. Da wüsste ich echt gerne, ob die wie die anderen Gebäude noch da... Ach ja, natürlich. Und dann würde ich natürlich gerne noch da hochkommen, ne? Mal so gesehen. Also da hoch, wo die Truhe ist und der Trank liegt. Moment, war da gerade was oder war das... Ne, das ist nur der Baum. Nur ein Baum. So, wie komme ich hier runter? Das sieht aus, als würde es funktionieren, ohne Schaden. Gut. So, wie gesagt. Einmal kurz in Cheat Mode. Okay, das war... das war blöd.
Das war blöd. Das war sehr blöd. Naja. Mist. Das war blöd. Naja, ich war ja davor komplett geheilt. Das heißt, ich habe mir jetzt hier nichts. Er cheatet. Eigentlich wollte ich nur Zeit sparen. Das hat sich gerade wunderbar im Gegenteil ausgewirkt. Feuerbogen. Sieht cool aus. Warum eigentlich nicht? Sieht cool aus. Nee, was ich eigentlich wollte, ist mich da reinschieben. Aber... okay, da ist nichts drin. Ne, da ist nichts. Okay. Dann Cheat-Modus aus. Ups. Da war ich ja noch mittendrin. Okay, wie komme ich da hoch? Jetzt mal ernsthaft, wie kommt man da hoch? Da ist eine Tür, das ist fies. Wahrscheinlich ist die Tür nur eine Ablenkung. Und bevor ich hier wieder sterbe, mache ich hier mal ein Safe-Game. Und versuch's mal über diesen Weg. Ach was, schau mal einer an, da ist eine Truhe. Das ist ja mal ein Ding. Links, rechts. Aha, Wacholder, gebratenes Fleisch, Bergkristall. Okay. Ist jetzt nicht so viel, aber da ist eine Truhe. Ist ja der Hammer. Ist ja auch noch eine? Nee. So, und dann nochmal die Frage, wie kommt man da hoch? Da rechts habe ich schon versucht, das hat nicht funktioniert. Es sei denn, ich kann von dieser Seite irgendwie hoch, aber das sieht mir nicht so aus. Von da kann ich auch nicht hoch. Nee, die einzige Möglichkeit, die ich wirklich noch sehe, ist die, die ich gerade in Angriff genommen habe. Nämlich die hier. Dass ich hier hochgehe. Und dann hier rüber hüpfe. Und dann über diesen schmalen Grat wandere. Das scheint nicht zu funktionieren. Häpp! Häpp! Nein, das wird auch nichts. Tja, wie kommt man denn dann bitte da hoch? Ha, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. So, ich habe ganz viele Zauber ausgewählt, die ich eigentlich gar nicht brauche mehr zurzeit. Das, das und das. Dafür bräuchte ich aber einmal Teleport zur Burg und dann Teleport zum Pass. So, einmal zur Burg, Garon berichten. Muss ich das Auge Innos eigentlich wieder aufladen? Ich glaube nicht, oder? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt da noch ein Drache. Ich weiß es nicht. Ich lade es mir lieber auf, sicher ist sicher. Nicht, dass ich aus Versehen das Drachenherz oder so verkaufe. Oder dieses verfluchte, dämonische Auge Innos, wie es ja ist, wenn es nicht aufgeladen ist, mir irgendwelche Schäden zufügt oder so. Wobei, gut, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber gut. So, hey, alle Drachen sind weg. Wow, das hat gut funktioniert. Das hat verdammt gut funktioniert. Problem ist jetzt nur, ich bin jetzt wieder ohne Biff. Das heißt, das Minental säubern mal eben ist ein Stück schwieriger geworden. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte! Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Genau das habe ich auch gesagt. Alle Drachen sind tot. Alle? Seine Entscheidung. Das Böse ist also endgültig besiegt? Nein, leider noch nicht. Es gibt da noch ihren Anführer. Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Ja, schon. Aber auch sie haben ihren Meister. Wir müssen auch ihn beseitigen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht weg. Ich muss das Erz sichern. Und die verfluchten Orks sind auch noch da. Du musst dich allein darum kümmern. Ich kann dir nicht helfen. Möge Innos dich schützen. Möge Innos mich schützen. Ja, ja, natürlich. Du musst dich drum kümmern, na klar. Ach ja, hey, so wie die Paladine hier die ganze Zeit rumstehen. Irgendwelche Neuigkeiten? Ja, du bist unser Held. Alle Drachen auf einmal loszuwerden, ist schon eine beachtliche Leistung, würde ich sagen. Tja, weißt du, wenn ihr halt nichts tut, dann muss ich die Sache in die Hand nehmen. Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Ich weiß gar nicht mehr, welcher von denen das war, der mir die Dracheninfos gegeben hat. Ich vergesse es jedes Mal. Ich weiß nur, es ist einer von den beiden. Ist ja auch letzten Endes egal. Alles, was zählt, ist, die Drachen sind tot. Gut, was sagt die Uhrzeit? 19.10 Uhr. Es ist Zeit zu schlafen. Und wie viel Gold habe ich? Gar nicht mehr so viel. Deswegen würde ich jetzt gerne... Alle Drachen sind tot. Gut gemacht.
Wenn wir mehr Leute wie dich hätten, dann wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen. Ne? So sieht's aus. Ich hatte nur gehofft, dass ich gerade ein bisschen Erfahrung dafür kriege. Nun denn. Was kannst du mir verkaufen? Für einen Magi? Und nein, ich möchte hier nichts bei ihm kaufen, sondern ich möchte ihm Dinge verkaufen. Nämlich die ganzen Waffen, die ich nicht mehr brauche. Zum Beispiel... Inos leuchtet all denen, die seine Weisheit. Orksche Kriegsschwerter. Das kann ja nicht. Echsenschwerter. Hawk-Äxte. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Und Äste. Ich wäre mir da nicht so sicher. Den ganzen Rest behalte ich erstmal. Für den Fall der Fälle. Jo, wie gesagt. Alle Drachen sind tot, aber eine Sache noch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo Biff sich rumtreibt. Aber falls er hier sein sollte, will ich nochmal kurz mit Biff reden, jetzt wo alle Drachen weg sind. Ja, da ist er. Hä? Warum ist er noch da? Wir haben uns doch getrennt. Okay. Wie wär's, wenn du... Du bekommst... Das hört und nach... Aber... Gut, und hä? Und jetzt? Hä? Okay. Ich denke... Wie du meinst. Okay, das... Warte mal. Tja, nun denn. Okay, ich kann also jederzeit wieder anheuern. Ich gebe die Hälfte der Beute. Du bekommst... Und aber... Wunderbärchen. Und dann habe ich Biff doch wieder, um mit ihm gemeinsam das Minenteil zu säubern von den Orks. Sehr schön. Bevor ich das aber tue, werde ich auf jeden Fall meine Skills verbessern. Beziehungsweise eigentlich kann ich das ja machen, bevor ich mich jetzt schlage. Was? Ach so, das geht zum Pass in Korinas, ich Idiot. Das ist die falsche Teleportrune. Genau, ich will die hier. Genau. So. Und ich brauche dann nämlich noch... Gut, ich brauche den Pass in Korinas, um zurückzukommen. Ich brauche das Kloster... Joa. Ich würde mal sagen, die Folge ist ja schon lange genug. Beim nächsten Mal werde ich schauen, was ich von den Lernpunkten alles kriege, beziehungsweise ich werde mich zwischendurch offscreen informieren, was wie viele Lernpunkte kostet und was der optimale Weg ist, weiterzumachen. Und dann werde ich es beim nächsten Mal eben schnell tun und dann mit Biff ein bisschen noch durch die Orklande ziehen, um ein paar Orks zu kloppen, bevor ich dann endgültig zurückgehe aus dem Minental nach Korinis, um meine Erfolge zu verkünden. Tja, so viel dazu. Da haben wir schon ein neues Kapitel. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.